Ich freue mich sehr auf diese Nachmittagsveranstaltung, dieses Gespräch. Es ist eine außerordentliche Ehre, dass wir ein so hochkarätiges Gremium haben dürfen, um über die Gedanken der Einheit von Paulus, wie sie Professor Wright formuliert hat, die zusammen zu diskutieren und uns weiterzuentwickeln. Ich freue mich ganz besonders für Kardinal Kurt Koch, der nicht nur Kardinal ist, also nur, das ist eine falsche Bezeichnung, Entschuldigung, das war sehr, sehr peinlich, also der Kardinal ist mit allem, was das heißt, aber auch im universitären Rahmen, der vorher noch Professor war. Er ist Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Er ist emeritierter Bischof von Basel und eben auch ehemaliger Professor und in dieser Funktion sowohl vom Amt her als auch von der inneren Konstitution her gerüstet für diese Aufgabe. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, bei uns zu sein. Herzlichen Dank, Eminenz. Und dann haben wir Dr. Gottfried Locher. Er leitete von 2001 bis 2005 die Abteilung Außenbeziehungen des SEK, war dann Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, war dann von 2006 bis 2010 hier an der Universität tätig, am Institut für Ökumenische Studien an der Universität Freiburg. Insofern ist das fast ein Heimspiel hier. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Im Jahre 2008 wurde er in den Synodalrat der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn gewählt und dann im Jahre 2010 zum vollamtlichen Präsidenten des Rates der SEK. Also von 11 bis 14 ist seine Amtsperiode und dann kommt hoffentlich die nächste. Das wird sich zeigen. Seit September 12 amtiert Gottfried Locher auch als einer der drei Präsidenten der Gemeinschaft evangelischer Kirchen Europas. Oh, Entschuldigung, yes. Das gilt für alle unsere Referenten, die nicht Englisch sprechen, dass wir nicht zu schnell reden, damit die Übersetzer nachkommen. Genau. Also, wir sind sehr dankbar, Herr Locher, also Gottfried, dass du da bist. Und dann ist es mir eine Freude, Martin Bühlmann vorzustellen, nicht nur in seiner Funktion als europäischer Leiter der deutschsprachigen Welt der Vineyard-Gemeinden, sondern auch als alter Freund. Wir haben schon vor Jahren miteinander March for Jesus organisiert und sonstige wilde Sachen gemacht. Und jetzt sind wir in der Zwischenzeit etwas reifer geworden und machen hoffentlich institutionelle Dinge. Martin Bühlmann ist verheiratet, hat die Vineyard Bern gepflanzt, also das hieß noch Basileia. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an Basileia Bern. Und diese ist jetzt zur Vineyard-Kirche weitergewachsen und in der Zwischenzeit Mutterkirche von über 100 Kirchen und Pflanzungen von Vineyard in ganzen deutschsprachigen Europa. Er wohnt sowohl in Bern als auch in Berlin und ist in Berlin in einer Gemeindegründung selber involviert. Und er repräsentiert die Gemeinschaften miteinander unterwegs, auch die Schweizerische Evangelische Allianz. Also er repräsentiert die ganze Bandbreite von der erwecklichen, soll ich dem sagen? Sag's nicht. Okay. Wir freuen uns, dass Sie drei da sind und dass Sie bereit sind, jetzt auch eine persönliche Reaktion zu geben auf diese beiden Vorträge von heute Morgen. Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Was ist angesagt? Wir haben die Referenten gebeten, so weit wie möglich Englisch zu sprechen, wegen der Übersetzung. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist Deutsch auch in Ordnung. Ich habe mir vorgestellt... Ich habe jetzt Altbischof Tom Wright nicht vorgestellt, weil er der Referent war heute Morgen. Falls es Leute gibt, die nur für den Nachmittag gekommen sind, Tom Wright, der ist Professor für Neues Testament in St. Andrews und ehemaliger Bischof von Durham. Und insofern haben wir also die Reformierte, die Katholische, die Anglikanische und die Bewegungsseite repräsentiert. Das ist eine ziemlich große Breite.
Wir haben uns vorgestellt, dass wir vielleicht links, also von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, mit Gottfried Locher beginnen dürfen. Wir haben gebeten, dass jeder ein persönliches Statement sagt. Was habe ich gehört? Was bewegt mich? Wie gehen wir weiter? Und nach diesen Statements eigentlich die drei Gäste, wenn ich so sagen darf, mit Tom Wright ins Gespräch kommen. Die erste Runde wäre also eine Expertenrunde. Für den zweiten Teil kämen dann Ihre Fragen zum Tragen. Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie die in der Pause deponieren und wir würden versuchen, dann für den zweiten Teil im Q&A darauf zurückzukommen. Und damit würde ich gerne das Wort Gottfried Locher übergeben. Danke. Dear Bishop, it's an honor to speak about what you said to us in the morning. Please allow me to have my first statement in German, as I understand you speak German quite well. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute Morgen mehrfach gehört, wie ein Weg in die Einheit aussehen könnte. Alle von uns, die auch in Kirchenleitungen sich damit beschäftigen und versuchen, den Weg zu gehen, wissen, wie groß die Fallgruben, Fettnäpfchen und Abgründe sind auf diesem Weg, wie schwierig es ist, den Weg, der so klar theologisch aussieht, umzusetzen. Hier möchte ich ansetzen mit einer Rückfrage. Polypoikilos, Vielfalt, Manifold, wir haben es gehört. Die Protestanten sind schon lange stolz darauf, von einer Einheit in Vielfalt zu sprechen. Es ist quasi das Motto, ja, ich würde sagen, das Dogma protestantischer Ekklesiologie geworden, Einheit in Vielfalt als Common Denominator darzustellen. Und da stellt sich für mich die Frage, was sind dann eben diese Adiaphora, die wir navigieren sollen? Wo ist die Grenze zwischen den Differences that make a difference and the differences that do not make a difference? Es ist, glaube ich, allen klar, dass diese Differenz entscheidend ist. Wie aber finden wir sie, wenn wir so völlig verschiedene Ansichten von dem haben, was ein sakramentales Leben sein soll, was schon nur das Amt, Herr Bischof, des Bischofs sein soll? Wo finden wir die Ansatzpunkte, wo wir uns einig sind darüber, was Adiaphoron ist und was nicht? Darüber, denke ich, müssen wir sprechen, weil wir sonst schon nur innerprotestantisch im Problem bleiben, dass wir uns nicht einigen können. Ich gehe nächste Woche an die Abgeordnetenversammlung meines Evangelischen Kirchenbundes. Ich kann Ihnen sagen, in den letzten 12 Monaten wurde heftigst darüber gestritten, was denn eigentlich Einheit ist, was denn eigentlich Kirche ist und was es für ein unverschämter Anspruch sei, zu sagen, dass Kirche nicht an den Kantonsgrenzen aufhört. Typisches Schweizer Kirchenverständnis ist kantonal. Und Sie müssen ziemlich viel tun, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es gewisse Dimensionen des kirchlichen Lebens gibt, die nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Orts- oder Kantonskirche, natürlich auch nicht nur in einem gesamtschweizerischen Verband, aber mal dort auch stattfinden müssen. Und hier ist meine große Sorge. Schauen Sie, mit uns Protestanten wird dieses Gespräch so lange schwierig sein, wie wir uns nicht einigen auf die Difference between differences that make a difference and differences that do not make a difference. Wenn ich aber auch quasi ermutigend sagen soll, wo ich Auswege sehe, dann bei dem, was Sie, Herr Bischof, als missionarisch dargestellt haben, vielleicht könnte man auch sagen signifikativ, bei dem, was Shared Witness ist, gemeinsames Zeugnis. Weil hier bekommt es eine funktionale Dimension, die unmittelbar einleuchtet. Wie wollen Sie im Schweizer Fernsehen gemeinsames Zeugnis machen, wenn nicht in irgendeiner Form kirchliche Einheit da ist? Sie machen kein Zeugnis dann. Wenn bei uns angerufen wird und gefragt wird, was sagt denn die reformierte Kirche in der Schweiz?
und ich erkläre, dass es die schon gar nicht im Singular gibt, sondern 26 und dass es nicht so einfach ist zu erklären, was die eigentlich findet, dann hat der Journalist das Telefon schon wieder aufgehängt. Shared Witness hat sehr funktionale, direkte Aspekte und die müssen wir möglichst bald dazu bringen, sie auch umzusetzen. Es genügt nicht, es ist unabdingbar, aber es genügt nicht, dass je persönliche Zeugnis vor Ort, dort beginnt das Zeugnis, aber das Zeugnis als Leib Christi miteinander geht weiter. Und hier ist eine nicht nur Sorge, ein Schmerz für mich. Wir leben in einem Land, das kirchlich tief gespalten ist. Und es fällt uns schwer, zu quasi allen für die Menschen wichtigen Fragen gemeinsam aufzutreten. Wir haben Exit-Diskussionen hinter uns, wir haben pränatale Diagnostik-Diskussionen hinter uns. Es ist ausgesprochen schwierig, hier gemeinsam Zeugnis abzulegen. Und deshalb lese und höre ich aus dem von heute Morgen, das gemeinsame Zeugnis bedingt ein Weitergehen auf dem Weg der Einheit. Und ich werde nächste Woche meinen eigenen Kirchen sagen, wir sind entweder gemeinsam Kirche oder wir sind nicht vollgültig Kirche. Wir sind entweder gemeinsam Kirche oder wir sind nicht vollgültig Kirche. Warum nicht? Weil uns das Zeugnis nicht vollgültig gelingt. So. Und eine Hoffnung am Schluss, sharing money, Herr Bischof, hier sehe ich große Chancen. Faltering economics makes flourishing ecumenics. Je weniger Geld wir haben, desto eher werden wir diesen Leib auch gemeinsam pflegen. Und hier stehen die Zeichen für mehr Einheit ausgesprochen gut. Kardinal. Ich möchte zunächst herzlich danken für die Einladung, hierher zu kommen. Es ist für mich eine Freude, so viele junge Menschen zu sehen. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Ökumene geht nur weiter, wenn es in jungen Händen liegt. Ich danke ganz herzlich für die Vorträge Ihnen, Herr Bischof. Es war eine Wohltat, Ihnen zuzuhören. Paulus war ein hervorragender Theologe und ein guter Seelsorger. Und ich habe den Eindruck, er hat in Ihnen eine gute Nachfolge gefunden. Denn diese Verbindung, zwischen Theologie und Seelsorge, zwischen Theologie und Gebet, ist, glaube ich, etwas, das uns ökumenisch sehr viel weiterführt. Wir kommen ökumenisch sehr viel weiter, wenn wir auf der Ebene der Doxologie miteinander reden und nicht nur auf der Ebene der Theologie. Wenn wir uns direkt an Gott wenden und gemeinsam beten und gemeinsam Zeugnis geben, das Gebet ist die Gebärmutter der Einheit der Kirche. Ich war sehr beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit Sie von der Einheit gesprochen haben. Das ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Denn das Grunddogma der postmodernen Zeit heißt, die Vielfalt ist allein glaubwürdig. Die Einheit ist immer verdächtig, hinter das die Freiheit zurückzufallen in die Diktatur. Und Ihr Plädoyer für die Einheit hat mich sehr überzeugt. Bei Blaise Pascal habe ich in dem Pensée den schönen Gedanken gefunden, wo er sagt, Einheit, die nicht von Vielfalt abhängt, ist Tyrannei. Vielfalt, die nicht von Einheit abhängt, ist Anarchie. Und wir müssen den Weg zwischen Tyrannei und Anarchie immer wieder neu finden und uns auch darüber Gedanken machen, was Einheit in Vielfalt heißt. Das ist ja nicht nur eine protestantische Formel, die kann auch katholisch übersetzt werden, aber wir meinen vielleicht nicht immer dasselbe. Wir müssten darüber nachdenken. Meine Grundfrage, die sich an Ihre beiden Referate richtet, ist, Paulus hat ja sehr viele Probleme gehabt. Er hat auch viele Tendenzen und Spannungen gehabt. Aber das Ganze war doch letztlich unter dem Dach der einen Kirche. Ökumene heißt heute, wie wir die Einheit wiederfinden nach der zerbrochenen Einheit.
Wir haben Spaltungen hinter uns, wir haben Exkommunikationen hinter uns. Und meine Frage wäre, was würde Paulus uns heute sagen, in diese Situation hinein? Und in dem Sinne würde ich eigentlich gerne zurückfragen, alles, was Sie in diesen beiden Vorträgen gesagt haben, nochmals zu deklinieren, was das Postkirchenspaltung heißt. Und von daher dann vielleicht diese 7 Punkte durchgehen, Sharing Table and Sharing Money, das ist bei mir auch hängen geblieben. Ich habe den umgekehrten Eindruck gehabt, in der Ökumene hört es immer auf, wenn es ökonomisch wird. Und vielleicht das der Grund, weshalb viele Menschen ökonomisch und ökumenisch nicht unterscheiden können. Aber ich kann natürlich die Hoffnung durchaus teilen, wenn das Geld knapper wird, dass dann auch hier diese Dimension deutlicher wird. Also meine Grundfrage wäre, was würde Paulus mit seinem Engagement für die Einheit uns heute sagen bei der Frage der Wiedergewinnung der Einheit? Dankeschön. Ich habe nur gefragt, ob ich Deutsch oder Englisch sprechen soll. Ich schließe mich in diesem Fall meinen Vorrednern an, in deutscher Sprache. Ich nehme 2, 3 Gedanken auf, die bei mir hängen geblieben sind heute Morgen. Der eine ist, Einheit ist imperativ. Mit anderen Worten, für Paulus nicht eine Wahl, sondern eine Feststellung, deren Realisierung er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln der Überzeugungskraft in den Blick nimmt. Er wünscht sich das nicht, für ihn ist es so. Und wie mein Vorredner sehr gut gesagt hat, stellt sich natürlich eine Frage, diesen Gedanken aufzunehmen in der Zukunftsperspektive eines Paulus oder was bedeutet es in der Retrospektive der Kirchengeschichte, respektiv, was können wir mit diesem Gedanken anfangen? Ich möchte nachher kurz vielleicht eine These, einen Vorschlag dazu geben. Ein zweiter Gedanke, der bei mir hängen geblieben ist von heute Morgen, bei diesen 2 hervorragenden Referaten. Das erste war für mich outstanding. Das war der Gedanke, Theology is in the service of unity. Also die Theologie muss ihren Dienst im Sinne und im Dienst der Einheit tun. Theologie steht nicht über der Einheit. Oder wie Tom Wright bei anderer Gelegenheit während dieser Woche gesagt hat, dass das Wort, dass die Interpretation des Wortes nicht über dem Wort steht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht ergänzt, dass uns die Geschichte der Kirche dabei hilft, das Wort besser zu verstehen und auch einen Zugang zu finden zur Umsetzung des Wortes Gottes. Theology is always in the service of unity, für Paulus. Ein Gedanke, der mir beim Zuhören gekommen ist, ist ein Gedanke eines lieben Freundes von mir, dem eines der Prediger des päpstlichen Haushaltes, Raniero Cantalamessa, der einen Vortrag nicht nur einmal gehalten hat, ich hatte das Vorrecht mit den anderen Leitern der weltweiten Vineyard-Bewegung in Rom, ihn einzuladen zu hören. Einige von Ihnen haben diesen Beitrag bestimmt gehört. The battle is around the king. Also seine These heute, wie können wir uns um nebensächliche Fragen streiten, wenn heute im Post-Secularism oder Secularism, im Säkularismus eigentlich die Frage letztlich um die Frage geht, ist Christus der König oder ist er es nicht? Und ist nicht das das Thema, das uns zutiefst miteinander verbindet? The battle is around the king.
Und diese Fragestellung im Licht der Ausführungen von Tom Wright, eben nach darüber nachzudenken, in allen Fragen der Einheit, wo müssen wir uns treffen, damit wir zusammen, the battle is around the king, die Frage der Königsherrschaft Jesu ernst nehmen und in dieser Frage zusammenstehen. Was hat mir geholfen, auch die Beiträge von Tom Wright noch besser zu verstehen, ist bestimmt der Aufsatz von Professor Oskar Kohlmann, der an der Universität in Basel gearbeitet hat, und zwar der Text, der Aufsatz mit dem Titel Einheit durch Vielfalt. Oder wie wir in anderer Weise gehört haben, Einheit kann nur existieren, wenn Vielfalt ist. Vielfalt zerbricht, wenn die Einheit fehlt. Also Einheit und Vielfalt bedingen sich gegenseitig, nicht nur im Dialog, sondern im eigentlichen Spannungsfeld christlichen Glaubens. Kohlmann, Christus in der Zeit, aber auch seine Aussage macht, ist bereits angebrochenen, noch nicht erfüllten Reiches Gottes. Und da hat mir sehr gut gefallen, dieser Gedanke, Einheit ist Imperativ, Einheit ist Tatsache. Die Frage, die sich stellt nach dem ersten Kommen Christi, der Höhepunkt der Weltgeschichte ist, wie verhält es sich im Spannungsfeld zum zweiten Kommen Christi und wie stellt sich die Frage der praktisch ausgelebten Einheit in diesem Spannungsfeld der bereits angebrochenen Einheit, die noch nicht erfüllt ist. Und da der Gedanke, der für mich weiterführend ist, da gibt es gewisse Bedingungen und da kommt Kohlmann dann in seine These Einheit durch Vielfalt dazu. Er sagt, Einheit ist nur dort möglich, wo ich nicht zuerst sehe, was meinem Partner fehlt und darauf fokussiere, was ich habe, sondern wo ich erkenne, was hat mein Gegenüber, worüber ich nicht verfüge und deshalb die Haltung der Ergänzungsbedürftigkeit einnehme und damit, um zu Paulus zurückzukommen, 1. Korinther 12, diese gegenseitige Abhängigkeit der Glieder am gleichen Leib respektiere. Seine These geht dann insofern weiter, dass er sogar institutionelle Vorschläge macht, wie eine Form von übergeordneter Organisation über den Weltkirchenrat der römisch-katholischen Kirche, anderen Kirchen gebaut werden könnte. Diese sind zu vernachlässigen, aber der tiefere Gedanke, der geht, wer Christus zugehörig ist, der sieht zuerst seinen Mangel und nicht seinen Reichtum und dadurch die Ergänzungsbedürftigkeit seines Lebens. Welche sind Fragen, die mich noch sehr beschäftigen in diesem Zusammenhang? Die eine Frage ist, wenn wir von Einheit sprechen, sprechen wir oft von Einheit von Kirche. Und dieser Begriff, den füllen wir erstens unterschiedlich. Zweitens begegnen wir uns in dieser Begrifflichkeit schlecht. Und im Zweiten Vatikanum wurde doch eine Sprache gewählt, die eine Ausdruck Volk Gottes und der andere Ausdruck von Koinonia, Gemeinschaft. Und die Frage, können wir nicht an diesem Ort, wo wir uns verbal von einer Begrifflichkeit lösen, die uns trennt, zu einer verbalen Basis finden, die es uns erlaubt, einander besser zu begegnen, im Sinne von Gemeinschaft, im Sinne von Volk Gottes. Das ist eine Frage. Die zweite Frage, die für mich aufkommt beim Thema Einheit, ist die Frage, nicht nur die Frage der Einheit der Kirche, sondern auch die Frage der Einheit mit dem messianischen Judentum primär, nicht primär mit dem Judentum ganz allgemein, auch das spielt mit rein, aber primär, was unternehmen wir gemeinsam als Kirchen, damit messianisches Judentum wirklich seinen Platz in der Gesamtheit der Kirche erhält und nicht wie in Deutschland nach 1932 aus die deutschen Christen messianische jüdische Mission verboten und heute noch der Deutsche Kirchentag messianisches Judentum vollständig von der Teilnahme ausschließt. Und die letzte Frage ist zugleich für mich sehr wahrscheinlich die bedeutendste.
In dieser säkularisierten Welt schreien die Menschen nach Einheit der Kirche oder Einheit christlichen Zeugnisses. Und liegt es nicht vielleicht weniger an der Institution Kirche, diesen Weg vorauszugehen, als vielmehr an Gemeinschaften, die den Mut haben, das scheinbar Unüberbrückbare hinter sich zu lassen, um Fakten zu schaffen, mit denen sich Theologie und Institution im Nachhinein auseinandersetzen müssen. Denn damit, mit gelebter Einheit des Volkes Gottes, mit einer glaubhaften Gemeinschaft dieser Jesus-zugehörigen Menschen, wird die Kraft des Evangeliums durch sämtliche Kirchen zunehmen. Well, that's quite a few questions. I would like to give the word to the bishop and he can choose what order he would like to answer those. Thank you very much. And once again, apologies for not trying to speak German. There are, of course, many things which have been raised. I will try to address just perhaps some of them. I think from Gottfried Locher, I want to take up particularly the question of shared witness. In my work as bishop when I was in Durham, one of the most encouraging things to me was when we were able to join together on some significant projects in the larger community. This was going on all the time anyway, but once in my time, we had a large youth event which maybe drew 5,000 young people from across the north of England, and for a week, and they were camping, and in the morning there was teaching and Bible study and worship, and in the afternoon they went out into many dark places of the northeast and helped old people to clean their houses or sorted out a park which was full of trash and rubbish, and did all sorts of things to help local communities that were without money and without hope to gain some sense of new possibility. And these teams that went out were Catholic and Methodist and Anglican and Baptist, and Salvation Army, and so on and so on and so on. And they got to know one another through working like this in the community. And the worship and the fellowship, oh yes, in the evenings, they had evangelistic meetings and people were invited to come. And when they were talking about Jesus in the evenings, that meant what it meant because of the shared witness that had been going on. And it is comparatively easy, ecumenically, to say, there is a real problem on this housing estate. Let us work together to fix it, working with the local authorities and so on. That is easier than saying, let us organize a shared Eucharist, because then there are all sorts of theological and practical problems. But if we are going to start somewhere, that shared witness is very important. We have an exciting moment now between Anglicans and Roman Catholics, because when Archbishop Justin met the Pope for the first time, they already agreed to work together on the horrible issue of slavery in today's world, particularly human trafficking, sex trafficking, and so on. This is a joint Anglican-Roman project, which is itself very important. Because if these two churches at least come together, and others perhaps as well, it means that it's much harder for those who make a lot of money out of this to hide and say, oh, this is just some churchmen there. The more it is a shared witness, the more you can actually name and address the issues.
And of course, when you do that and work together, you find all sorts of things in common, which helps me with the question which Gottfried Locher also asked about what is adiaphora and what is held in common. Cardinal Koch's predecessor in the Department of Ecumenical Affairs at the Vatican, Walter Kasper, towards the end of his time, produced a book called Harvesting the Fruits, which was a collection of ecumenical agreements over 20 years, something? 40 years. But it forms a systematic theology. And it is a systematic theology to which all the great churches in the world are basically signed up. We all agree about a substantial amount: Trinity, Incarnation, Atonement, Resurrection, and so on and so on. And when we look at this, we say, yes, there may well be disagreements about this or that, but let us celebrate the great things which are there in the middle. And it does seem to me that when we come to the question of what is adiaphora and what isn't, what can we live with as allowable difference, and what do we have to say, no, this is how we Christians think and behave, then there is in fact a rich resource throughout the Bible, in Paul, but also in the teaching of Jesus and so on. And actually, it is not particularly difficult if you once say, let us actually look at the Bible seriously, to try to work forward on this. It seems difficult because for so long, our ways of reading the Bible have been conditioned within the Western Enlightenment tradition, which has highlighted some things and pushed others away, including unity and holiness. So that's why we find it difficult, but I think we can come back on that. For Cardinal Koch, what would Paul say? The teenagers in America used to wear bracelets, WWJD, what would Jesus do? So WWPS, what would Paul say? Because yes, we are in a new situation. At least it is sort of new. Paul did not live with 400 or 500 or 1,000 years of divided church. However, we see it in miniature in the second letter to Corinth, because in 2 Corinthians, Paul has been in Ephesus and has had a bad time, and some other teachers have come in to Corinth, and they have said different things to Paul, and they have told them that if Paul wants to come back to Corinth, he must get letters of recommendation to come back to his own church that he had founded. And this is a very sharp and painful division, close up, challenging Paul's own authority, and the way he addresses it again and again in that letter is through the message of the cross, the weakness of the cross, the foolishness of the cross, that when I am weak, then I am strong. Now, it's all very well to say that. How does that translate? What would Paul suggest that we should do? It seems to me that one of the ways forward, shifting slightly, but I think it's helpful, is again the notion which has been developed in Roman circles of receptive ecumenism. Instead of saying we wish that they could be like us, to say what gifts has God given to that church that we have not yet received, but which we might receive from them. And saying it like that doesn't give you all the answers, but it gives you a healthy
and a humble way of proceeding. And it is something about the humility of that approach which seems to me to have a Pauline mark. And I think, to be honest, the fact that we are here at this table today is a sign of that. This would not have happened 100 years ago. It probably wouldn't have happened 15 or 20 years ago. I think somehow we in the West are gradually learning this humility. I like the quotation from Pascal, "Unity without diversity is tyranny. Diversity without unity is anarchy, chaos." Yeah. And the thing is, I find it helpful to recognize at exactly that point that we in the church are in the same place as the worldwide society as a whole. We have learned this last century that you can have tyrannies, and they can be very strong for a time, but they crush human beings and human society. And we have also learned painfully that there can be chaos, and then there is lots and lots of diversity, but nothing works. It is anarchy. And our contemporary political institutions struggle as to how to get the balance right. We hope democracy will do it, but democracy often seems a blunt instrument, and sometimes democracies make foolish decisions. We all know that. We just haven't developed alternatives. And so I find it encouraging that we in the church are wrestling with the same issues. As I said yesterday, when the church is in pain at the place where the world is in pain, then we should pray for wisdom, because there the Spirit is groaning within us. We are in this place so that God himself may be in this place, groaning within our uncertainties and our prayers. And I think that is part of what Paul would say. Martin, you raised several great questions. I'm somewhat overwhelmed. But I like particularly that question from Cantalamessa, I think you said. It's about the kingdom of God. And we in the West have often not been very good at talking and thinking about the kingdom of God. What does it mean to say that Christ is actually king? And I think this demands from us a fresh reading of the Gospels. And this is something, again, as I said earlier today, which we can and should do together in quite a simple, straightforward way, not necessarily with great exegetical footnotes and so on. We can do that too, that's fine and important. But at the parish level, at the local level, people need to read the stories of how in Jesus God becomes king on earth as in heaven. I think this is something which the Vineyard movements have latched onto in ways which many other churches have rather held back from. But I think now, I think for instance of when whichever pope it was in the 1920s began to have one day which was the Feast of Christ the King. Which pope was it, in 1929, 7, somewhere? I forget. Anyway, it's not my history, but... In the 20s. But I think we have all been struggling, and again, it's a post-Enlightenment thing. We have all been struggling to say Jesus is already Lord and to figure out what that means. And it seems to me one of the gifts that you and your colleagues bring to the rest of us is to say, yes, please let us address this question together. And then, footnote, but a hugely important one, the question of Messianic Jews,
There may be other similar questions, but that one is very important. And I suspect there are other subgroups as well that feel excluded. And it's partly because, again, the ecumenical movement itself in its early days, 100 years ago, was very modernist in the sense of we all get together, and it was always in danger of being a white European talking shop with a few friends. And one of the reasons that the ecumenical movement rather ran out of steam at one point is that people are not happy with that uniformity, with that kind of lowest common denominator unity. And I think the celebration of diversities within the church is something to which we are now moving. And as we do that, we ought to be carefully looking for the different groups that need celebrating like that. In my own church, I know many people who are Jewish in background and have come to Christian faith and are members of the Church of England. Sometimes they do not wish to celebrate their Jewishness, sometimes they do, and we try as best we can to honor that and to enjoy that when it happens. They make a distinctive contribution, but that is hard, and there are many sensitivities as always, and we have to navigate carefully. I think I've spoken too long, and I've spoken already today, but there we can come back. Herr Locher, Sie wollten, glaube ich, yes. reagieren. Bishop Tom, I'm hearing you that a fresh look at the gospel will show us where our heart is together, where we have more than just the lowest common denominator. And yet, what Cardinal Kurt asked, we are excommunication now. We have it behind us. We have looked into those texts. We have read the Gospels. I have sat on many a conference where the exegetes and the systematic theologians and the church historians sat together, and they still have a different understanding of things which you can hardly call a diaphora, for instance, what the church is, what Catholicity is, what your office as a bishop is, which, if I understand correctly, in the Church of England is not actually an adiaphoron. It's an important thing for you. So tell us, what do we have to change now to find out where this fine line between adiaphoron and substance actually is? These are important, but this is why I said this morning it may be that instead of just saying there are two categories, there may need to be several stages. And this is hard because philosophically and culturally, I think the Catholic Church and the Orthodox Church have tended to see truth as a single whole, or if you like, it is like a single sheet of glass, so that if it is broken, it is broken. And if you start like, I'm not saying all Catholics and Orthodox think like that, but I think traditionally that's how it has come through. So that to start to differentiate is itself difficult in many contexts. I think I and many Anglicans would say that episcopacy may not be of the esse of the church, but we believe it is of the bene esse of the church, and that there may be times when one needs to embrace other people without insisting, and be embraced by them without insisting that they must take episcopacy at once into their systems. The illustration which I have enjoyed when I have heard it is that if you are in a messy place, if you are in a big field with mud and your feet are already dirty, in order to get out of this field, you may need to get
a bit more muddy in order to get away. In other words, you cannot say, okay, I will only do things which immediately get me out of this mess. We may have to live with difficult situations. And the point is this, I think, and here's another Pauline point. Example, the Church of South India, formed after the Second World War, of pretty well all the major Protestant churches. They agreed that they would come together knowing that they were making demands on one another's charity, but refusing to make demands on one another's conscience. That is itself an abstract principle. But in other words, we will live together recognizing that this may be painful and difficult, and we need to reach out in love even though we don't understand each other, but we will not force you to go into something which at the moment in conscience you cannot accept. Again, as I say, that is a general principle and it might be hard to apply, but they managed it in the CSI, and I think that remains a model. So, thank you. I'd like to add something to this. Isn't it interesting that we start with the most difficult one first? It's almost like someone asking, if we're celebrating unity, why don't we have the Eucharist tonight? Which would be almost like saying, why doesn't Switzerland join the EU tonight? You know, it's something that won't happen. So let's discuss what won't happen. Doesn't seem to me to be the most helpful way forward. Again, I'm thinking from your suggestion this morning in your second talk, you made 7 suggestions from Paul regarding unity, worship table, money, reconciliation, witness, sinking, and adiapora. I think there are 2 questions, underlying questions. How do I deal with the difference of conviction in my personal life, in my theology, and in the way I'm thinking institutionally? That's a basic question to be asked. And my conviction is, again, we will not achieve the realization of unity by trying to include everything at the same time, because we have to live in the tension of the now and not yet, which means step by step we're taking what the Spirit of God, so to say, is showing us where unity is possible, and we're embracing that. As you mentioned about slavery, for example, between the Anglican and Roman Catholic Church and human trafficking. I know there are other topics like that when we enter questions of righteousness. In order not to use the word social justice, if we take questions of righteousness, there will be a lot of unity and room to work together. If we look at reading the word, as you mentioned, Eminence, at the lunch table, you know, there is room to digest, share the word. And I think, again, our way forward must be to embrace what the Spirit of God is allowing us to embrace in unity and taking it step by step. So it's very European to start with the most difficult first. Yeah. I will return to the question of sharing witness. And you have mentioned this collaboration between the Pope and His Grace Welby belongs to human trafficking. It's a very beautiful sign, a very beautiful example. But on the other hand, in the ecumenical situation today, we have the biggest differences and the biggest tensions of the ethical level. About bioethical issues, family, marriage, sexuality, gender, and all these questions, they divided the church, the confessional church and the ecumenical situation. This is a very new situation because
in the last 80, 90 of the last cycle, the motto in the ecumenical movement was faith divided and action unites. And today we have the contrary. We have could deep and many faith questions, but we have new differences and new tensions about this ethical level and how we can overcome this situation. Because when we can't give a common witness about the essential question of ethical level, social ethical level, the Christian voice become every time awake in Europe. Mm-hmm. And this is for me a very great challenge for the ecumenical situation. Yeah, I agree. It is a great challenge, but it's a different sort of challenge because these are questions which go down the middle of different churches. It isn't any longer a matter that this church thinks this and that church thinks that. Perhaps on some of the bioethical questions, there might be a tendency for the Catholic Church to take a particular line and other churches to be divided. But in many cases, there are big moral divisions within the churches themselves. And as I tried to say earlier, I think this comes about because in the theological and exegetical traditions of the West, though we have had some great moral theologians, there has often been a pulling apart between a moral theology which proceeds on its own and biblical exegesis, and I would love to see a coming back together. In my own field, many, many people writing about Paul have had God, Christ, man, sin, salvation, the cross, resurrection, justification, etc. And then about chapter 15 or 20 or somewhere, ethics, in case the question of how to behave should escape from there and so endanger justification by faith. And as a result, many exegetes have simply not explored the Pauline imperative to be part of God's new creation, where it is new creation, but it is also new creation, which draws together the two poles of moral theology, of a renewal in the gospel, but also a fundamental creation ethic. I think this is possible, but it is a task for this next generation, because I think that the dilemma precisely that you have expressed should force us to ask younger theologians and ethicists to work in fresh ways on these problems, and to do so across the different churches. And when we do that as a shared endeavor, that itself should be a strengthening of our ecumenical bonds. We are facing these dangers and difficulties together. When we had the Lambeth Conference in 2008, Callistos Ware, who is retired now, but an Orthodox bishop and theologian in England, he was one of the observers, and he said very strongly, he said, please go on discussing these questions wisely because your questions are our questions. And I think every church feels that. So actually, this should be not something which divides us ecumenically, but a shared task which calls for prayer and responsible study of scripture and tradition, reasoning it together to find common ways forward. But it's difficult. I don't pretend it's easy. Herr Locher, zum Schluss und dann kommen wir also zum letzten Beitrag und dann kommen wir in die Schlussrunde, wo wir nochmal von jedem Teilnehmer seinen nächsten Schritt hören möchten. Ich möchte nur anschließen, dass ich glaube, dass es verheerend ist, wenn wir die ethischen Fragen von den übrigen systematisch-theologischen Fragen unterscheiden. Ich mache ein Beispiel. Empfängnisverhütung hat mit Ekklesiologie ganz direkt zu tun. Wenn ich nämlich in der Schweiz die katholischen Kirchgänger frage, dann sagen die nicht dasselbe wie die katholischen Bischöfe,
was ihre moralischen Vorstellungen angeht. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir uns auch in den Fragen, die auf den ersten Blick abgeleitet und nicht direkt mit ethischen Fragen zu tun haben, weiterentwickeln, weil wir sonst keine gemeinsame Stimme finden. So, wenn wir auf die Zeit schauen, dann wäre jetzt nicht der Abschluss, aber ein Zwischenschluss, Zwischenertrag, wenn ich nochmal jeden der Referenten bitten dürfte, aus seiner Sicht einen Schritt in die Zukunft zu formulieren. Oder wie gehen wir weiter? Was machen wir jetzt? Wir haben gemerkt, es ist nicht ganz so einfach. Also das war, glaube ich, allen klar von Anfang an, hoffentlich. Aber was sind praktische Schritte, die ich in meiner Position angehen werde, will, möchte? Darf ich wieder bei Ihnen, Herr Locher, gleich beginnen und wir arbeiten uns wieder durch? Mach doch mal umgekehrt das mal. I was waiting for him to start, but I'm sorry. Where are we going from here is the basic question, and I would say to go back to the Second Vaticanum, koinonia. To me, koinonia starts as a unilateral step towards my partner. Towards what, sorry? Towards my partner. Oh, okay. Yeah. It's not a bilateral step, so I believe that I will continue and encourage people around me, especially what is being called free churches in German Europe, as well as all the communities with different church backgrounds, to take serious steps towards a spiritual kind of unity that doesn't demand uniformity first. A lifestyle of appreciation, respect, and dignity, a lifestyle of common calling in a dying world, is stronger than differences of opinion. So koinonia, as suggested in the Second Vaticanum, to me means walking towards my brother, making my brothers my friends. My brother must never be my enemy. My friend cannot be possibly my enemy. The second thing I'd like to mention, again, from the Second Vaticanum is, I want to do everything to encourage all my friends around me to look at the people of God not only as an excerpt of evangelicalism and an excerpt of free churchism, but to get a broader vision of Christ's heart made visible through the Pauline epistles and what we've heard during these days. Further on, as a vineyard person, I will continue to plant churches in the Roman Catholic Church, in the Protestant churches, and as free churches, because I'm convinced that we need some protagonists that are ready to take first steps to show how the reality can look like. How does a Roman Catholic vineyard look like? How does a Lutheran vineyard look like? Or as we're building in Berlin, unified vineyard look like? How does a free church vineyard look like? To have some models and examples of how unity can take shape and form. Yeah. I have said too much already, but the idea of koinonia is one which we have been working on in the Anglican Communion for several years now, and I think there are many ways of approaching it, but from the Johannine epistles, for instance, and indeed also from Paul, it has to do with a rich sharing in Christ himself, which then can be expressed in a number of ways. But I come back to the very basic things. People often ask me, if you were training clergy for the next generation, what would you want them to know? And I think they
expect me to come out with great theories about sociology or whatever it might be. And I say I want them to know their Bibles, I want them to know how to pray, and I want them to know how to love people. And it's pretty basic. But actually, when you say that, then I think all of us at this table, and probably all of us in this hall, should say, yes, yes, let's get on with it. And I'm not an optimist, I just believe that God is God and God has new things to do. And that if we try and do those together, humbly, cheerfully, biblically, yes, we will meet all kinds of things. And I have met these things too. I am not a dewy-eyed, optimist, as I say. But I think those problems are there to be addressed, and we should address them together rather than saying, because there are great problems, therefore, oh dear, it's all very difficult. It is difficult sometimes, and sometimes it's disheartening. You come back from ecumenical meetings thinking, oh dear, we seem to have collapsed back again. But then there are other times when you discover real fellowship, real koinonia. And so the thing is this, if it's real, it's local. This is a slogan we use in the UK. If it's real, it's local. We are leaders at a kind of a larger than local level, but actually what matters is that you find out who your neighbors and friends are in churches down the street that you do not normally worship in, and find ways of doing things with them, getting to know them at the most simple level, shared hospitality, playing golf together, whatever it is. I live in Scotland now, you see, so St. Andrews. Anyway, yeah. Drei Gedanken. Ich bin sehr beeindruckt und auch dankbar für den Konsens auf diesem Podium, dass die Einheit sehr wichtig ist. Denn ich stelle heute in verschiedenen Kirchen, auch in der katholischen Kirche, eine Ermüdungserscheinung im Blick auf die Einheit fest. Und so die Tendenz ist, wir wollen eigentlich so bleiben, wie wir sind. Wir wollen uns gern haben, vielleicht noch gemeinsam einen Tisch haben, aber sonst eigentlich nicht mehr. Und ich denke, das ist eine spirituelle Häresie, die wir heute vertreten. Und ich persönlich leide am meisten darunter, dass eigentlich so viele Christen gar nicht mehr unter der gespaltenen Christenheit leiden. Und dann macht sich die Ökumene selber überflüssig. Und ich denke, Ihr engagiertes Votum, dass die Einheit nicht ein Adiaphoron ist, sondern ins Zentrum des Glaubens führt, die brauchen wir heute, um weiterzugehen. Zweitens, Sie haben von Receptive Ökumenism gesprochen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das umschrieben als Exchange of Gifts. Ökumene heißt Austausch der Gaben. Und vielleicht müssen wir uns darauf mehr konzentrieren. Jede Kirche hat ihre besonderen Charismen. Jede Kirche hat auch die Perversion ihrer Charismen. Und Ökumene würde bedeuten, uns zu helfen, die Charismen zum Blühen zu bringen und die Perversionen des Charismas zu überwinden. Nur ein Beispiel zu nennen, das große Charisma der Reformationskirchen ist die Rechtfertigungslehre. Die Perversion dieser Rechtfertigungslehre ist, se non è vero e ben trovato, soll ein lutherischer Bauer auf seinem Sterbebett gesagt haben, er werde ganz sicher in den Himmel kommen, weil er in seinem ganzen Leben kein einziges gutes Werk getan habe. Das ist die Perversion. Ich denke, jede Kirche hat ihr Charisma und ihre Perversion. Und uns zu helfen, die Charismen zum Blühen zu bringen und die Perversionen zu überwinden, das wäre ein guter brüderlich-schwesterlicher Dienst. Das Dritte, was mir immer mehr wichtig wird, ist die Ökumene der Märtyrer. Der Märtyrer. Wir haben heute mehr christliche Märtyrer als in den ersten Jahrhunderten. 80% von allen Menschen, die aus Glaubensgründen verfolgt werden in der heutigen Welt, sind Christen. Und die werden nicht verfolgt, weil sie evangelisch, anglikanisch und katholisch sind, sondern weil sie Christen sind. Und das, was uns eigentlich am meisten verbindet, ist das Blut der Märtyrer. Und hier, denke ich, hätten wir eine ganz neue Kraftquelle. Die alte Kirche hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same neuer Jünger. Vielleicht dürfen wir mal sagen, das Blut der Märtyrer heute ist der Same der christlichen Einheit von morgen. Und darauf achtsam zu werden, scheint mir sehr wichtig.
Herr Bischof, Sie haben uns eine schöne ökumenische Hoffnung mitgegeben heute Morgen. Dass nämlich ein gemeinsamer Blick in die Bibel neue Einheit schaffen kann. Und dieser Blick in die Bibel, habe ich den Eindruck, der muss auch an den Fakultäten neu in den Mittelpunkt rücken. Wir kennen unsere Bibeln schlecht, und wenn diese Bibel schlecht gekannt ist, dann nützt ihre ganze Theologie nichts. Sie wird uns nicht verbinden. Wir müssen Wege finden, dieses Zeugnis des gemeinsamen Bibellesens auch zuerst zu machen. Und ich nehme mit als Idee Lenten Bible Studies. Ich werde den Präsidenten der katholischen Bischofskonferenz fragen, ob er mit mir zusammen in der nächsten Fastenzeit eine solche öffentliche Bibelstudie macht, einfach um es zu zeigen, wie wichtig es ist, miteinander zu lesen. Was du, lieber Kardinal Kurt, als Ökumene der Märtyrer bezeichnest, wir können es auch allgemeiner fassen, wenn die Ökumene nicht einfach nur der tiefste gemeinsame Nenner sein soll, dann muss es etwas zu tun haben mit dem Zeugnis. Die Ökumene des Zeugnisses scheint mir der Weg, den wir gehen können. Und hier ist sofort viel möglich. Sie haben gesprochen vom gemeinsamen Bibelstudium, vom Miteinander Theologie betreiben, vom Miteinander, wie wir heute Abend es tun, Gottesdienst feiern, vom Geld teilen. All das macht die Kirche zum Zeichen. Und dieses Zeichen ist ja nicht irgendetwas, sondern ist ein Zeichen nach vorne. Wenn wir es nicht geben, werden wir unserem Auftrag nicht gerecht, in der Nachfolge zu stehen. Kirche ist Zeichen des Advents. Und dieses gemeinsame Zeichen müssen wir tun. Und ich freue mich heute, da neuen Mut gefasst zu haben. Ja, damit sind wir am Schluss dieser ersten Runde. Ich bin ganz sicher, wo wir jetzt alle hingehen, nämlich in die Pause. Da drüben gibt es Kaffee und andere Dinge. In einer halben Stunde geht es hier weiter mit Ihren Fragen. Wenn Sie noch eine haben, dann haben Sie ein paar Minuten Zeit, die aufzuschreiben und einzuwerfen, damit wir sie bündeln können für die zweite Zeit. Besten Dank. Well done. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.